Dieses Satsang-Festival, wie auch generell jeder Satsang, hat als einzigen Zweck das Erwachen geschehen kann. Warum ist Erwachen so wichtig? Wenn du einen Baum pflanzt, einen Apfelbaum pflanzt, dann wird dieser Apfelbaum Äpfel tragen. Wenn du einen Baum von Vorstellungen pflanzt, dann wird dieser Baum Vorstellungen tragen. Und wenn du einen Baum der Wahrheit pflanzt, dann wird dieser Baum die Wahrheit tragen. Und so ist Satsang nicht etwas, wo man Energie bekommt, Entspannung. Sich von Problemen oder Blockaden befreien kann, sondern in Satsang geht es um Wahrheit. Ob auf diesem Baum der Wahrheit dann Liebe sprießt oder Friede oder Vollkommenheit, das zeigt sich. Aber zuerst ist es notwendig, diesen Baum der Wahrheit zu pflanzen. Und da haben wir für euch eine gute Nachricht. Ihr braucht ihn nicht mehr pflanzen. Er ist schon da. Der wird hier im Satsang praktisch ein bisschen besprengelt. Die Wahrheit ist für jeden verfügbar hier, für absolut jeden. Und das ist dieses Wunderbare, das ist diese absolute Gnade, dass niemand dir diese Wahrheit geben kann. Niemand. Und dass sie dir auch niemand nehmen kann. Im Satsang werden die ganzen Ideen genommen. Die Ideen von dem, wie das Leben sein soll. Die Ideen von dem, wer ich bin. Oder wer ich nicht sein möchte. Die Ideen, wo ich hin muss. Die Ideen, wer ich werden muss. Das wird im Satsang alles genommen. Also es ist weniger ein Geben, es ist wirklich ein Nehmen. Ein Wegnehmen. Dann kann man schauen, was bleibt. Und das kann jeder selber entdecken. Und dazu müssen keine Blockaden gelöst werden. Dazu müssen wir den Verstand mit eliminieren. Dazu muss der Körper mit gesund sein. Oder entspannt. Oder entspannt sein, der hat den Körper gerade.
verkrampft sind. Ja. Keine Veränderung von dem bis gerade ist es dafür notwendig. Gar keine. Ja, wir denken, wir müssen erst irgendwas erlösen, ja, oder wir müssen irgendwelche Blockaden wegbringen. Das ist eine never-ending story. Die eine ist weg, die andere kommt. Ja, wunderbar, dann haben wir die nächste wieder. Und so rennt man von einem zum anderen und vom nächsten zum nächsten und versucht immer wieder diese ganzen Blockaden zu lösen und immer wieder kommt was Neues. Bis man die ganze Rennerei mal satt hat. Und dann sitzt man da. Ja, dann kann man noch hergehen und kann versuchen, bestimmte Zustände zu schaffen, damit es passieren kann. Ja? Ja. Das ist die nächste Frage. Genau. In welchem Zustand muss ich sein, damit der Wachen geschieht? Das ist eine tolle Frage. Ja. Ich weiß es. Da weiß der Thomas bestimmt viel. Ich weiß es, man muss ausgeschlafen sein. Auch das ist ein Konzept. Ja. Genau. Es ist für jeden möglich, jederzeit, zu schauen, wer das, was dort auftaucht, wer das sieht. Was immer das ist, was auftaucht. Eine Verspannung im Körper, eine Emotion, ein Gedanke, eine bestimmte Energie, was immer auftaucht. Mal schauen, wer das sieht. Und das ist so was Natürliches, weil dieses Sehen schon die ganze Zeit hier ist. Dieses Sehen, was hier passiert. Da ist nur die Idee vorhanden, dass dieses kleine Ich ist, was hier alles sieht. Und wenn man das mal überprüft, dann kann man entdecken, ja, da ist was da, das sieht alles die ganze Zeit, das hat auch mit den Augen nichts zu tun. Ja, das sieht, wenn es im Bauch krummelt, das sieht die Gedanken, das sieht alle Feelings, das sieht die Dinge, die scheinbar im Außen laufen und im Innen. In diesem scheinbaren Außen, das sieht das alles. Aber was ist denn das, was sieht? Was ist das? Und dann kann man schauen, das ist schon immer da. Also egal, was passiert ist im Leben, da war schon immer was da, was das gesehen hat. Egal in welchem Zustand, was man gerade ist. Nur der Geist konzentriert sich immer so sehr auf das, was gesehen wird. Und an dem will er mal rumdoktern. Ha ja. 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 Und das, wenn man denkt, das ist völlig wurscht, das, was da passiert. Ja. Das ist so gleichgültig. Das ist wirklich so gleichgültig. Weil das, was sieht, ist das, was ist. Was jetzt ist, was wir nicht alle zusammen, einen Haufen von uns ist, das ergibt, sondern das ist. Jeder ist das, da ist nur das. Und dieses Sehen zu sein,
ist die absolute Einfachheit. Jemand sein zu wollen, jetzt habe ich es anders, kennst du es besser. Jemand sein zu wollen, das ist das, was kompliziert macht. Das Leben so schwierig macht. Sehr klar zu sehen, was Erwachen ist. Erwachen ist eine kurze Zeitspanne, wo ein Shift passiert. Von einer Relativität zur Absolutheit. Darum gibt es auch keine Erwachung. Weil das Erwachen selbst erledigt ist. Und das selbst. Das ist ganz schön geschwert, gell? Okay. Ja, wieso? Jetzt nimmst du die Leute die Idee vom Erwachen. Sorry, das war jetzt nicht bewusst. Du kannst das Leben als relativ erleben. Relativ bedeutet polar. Oder du kannst das Leben als absolut erleben. Soheit. Direkt. In dem Moment, wo du den Baum der Vorstellung pflanzt, wirst du das Leben nie direkt erleben. Weil du wirst immer in Vorstellungen leben. Erst wenn du das realisierst, was du schon immer bist, und das ist das, was beim Erwachen geschieht, dass du erkennst, dass das, was du bist, schon immer da war, nichts braucht und immer sein wird. Weder geboren ist, noch sterben wird. Sondern einfach da ist. Als Seher. Und als andere sind Ideen. Die manchmal sehr amüsant sind. Ne? Manchmal tragisch. Aber es ist einfach nur eine Vorstellung. Das ist so, wie wenn man hergeht und sagt, okay, ich baue mal so, wie wenn es mich als ich gebe, als separiert gebe. Es ist immer nur eine Vorstellung. Was kann da rauskommen? Immer nur Vorstellungen. Das, was du bist, deine wahre Natur, das Absolut, ist schon da. Du hast schon alles wahrgenommen aus dem heraus, dein ganzes Leben. Es war noch nie anders.